Leute, willkommen zum nächsten GTA 6 Leaks Video. Heute habe ich 30 fette Leaks für euch und wir fangen direkt mal an mit einem Leak, der zum Realismus so stark beiträgt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es mir ultra auf die Nerven gehen wird. Auch wenn es für den Realismus echt geil ist, aber wir müssen wohl Autos tanken. Stellt euch vor, ihr knackt gerade ein Auto, die Cops sind hinter euch her, ihr wollt flüchten, ihr fahrt ein paar Meter, fühlt euch safe und dann kackt die Karre ab, weil sie leer ist. Du musst an eine Tankstelle fahren. Ich finde das Feature cool, aber ich könnte mir vorstellen, dass das über kurz oder lang aufgrund der Spielzeit, die wir garantiert alle dann in GTA 6 haben werden, und das werden wahrscheinlich hunderte Stunden, tausende Stunden werden, glaube ich, könnte das Feature schon ziemlich belastend sein. Ich hoffe, dass GTA 6 ein Feature bringt, wo man bestimmte Sachen aktivieren oder deaktivieren kann, einfach damit es einem nicht so aus dem Spielfluss bringt. Ich finde es cool, dass für den Realismus extrem stark gesorgt wird in diesem Titel. Es gibt, glaube ich, kein Spiel auf der Welt, was so realistisch sein wird dann wie das. Aber ich glaube, da ist zu viel, was einfach drüber ist und den Spielfluss einfach sinnlos stört. Kameras wird es in GTA 6 geben. Das finde ich wieder ganz cool. Du machst vielleicht irgendwo einen Bruch in irgendeinem Haus, eine Bank hast du nicht gesehen. Du checkst die Kameras vielleicht nicht, die man auch deaktivieren kann. EMP-Granate, Sicherheitssystem hacken und so weiter. Wenn du das aber nicht raffst, dann kann es sogar sein, dass du im Radio landest, im TV, dass man eine Fahndung nach dir ausschreibt, Fahndungsbilder, Fahndungsvideos raushaut mit deinem Gesicht und so weiter und so fort. Also du kannst quasi direkt irgendwo die Nachrichten mit deinen Handlungen beeinflussen. Finde ich richtig cool. Entfernungssymbol ist jetzt kein Mega-Feature, kennen wir aus anderen Spielen. Du pingst vielleicht auf der Map einen bestimmten Punkt, wo du hin willst, dann siehst du, wenn du aus der Map raus wieder rausgehst, siehst du am Horizont irgendwo diesen Ping, dieses Symbol und siehst die Entfernung, wie weit das weg ist. Nicht schlecht, aber ist jetzt nicht der Mega-Hammer. Es wird Lootboxen geben in GTA 6. mit verschiedenen Inhalten und ich habe vor einigen Videos schon mal darüber berichtet, dass wir auch Items haben, die Seltenheitswerte haben, von Standardseltenheit bis episch, legendär und so weiter. Man soll legendäre Items finden können, die dann wahrscheinlich auch gewisse Statuseffekte haben, Perks, positive Nebeneffekte und so kann es sein, dass in den Lootboxen halt Items drin sind, Waffen, Klamotten und so weiter, eben auch mit einem bestimmten Seltenheitsgrad. Finde ich eine coole Sache. Also es lohnt sich auf jeden Fall in GTA 6 weit über den Tellerrand hinauszuschauen und einfach viel zu schauen. TV-Shows. Du kannst in deinem Domizil TV-Shows gucken. Es gibt bestimmte TV-Shows, die laufen alle an verschiedenen Tagen, verschiedenen Uhrzeiten. TV-Shows wie zum Beispiel Dramaserien, Reality-Shows und so weiter und so fort. Du kannst Sportsendungen gucken. Alle Sendungen haben irgendwo verschiedene Folgen und ich könnte mir auch vorstellen, dass über Zeit mehr Folgen vielleicht dazu gepatcht werden. Das ist jetzt so ungefähr meine Denke. Newstime habe ich wie gesagt schon gesagt, du kannst auch Nachrichtensender gucken oder hören und du kannst sie natürlich auch mit deinen Taten selber beeinflussen. Map Evolving habe ich mir hier auch geschrieben. Die Map soll über Zeit sich verändern mit neuen Orten, kleinen Orten, die so dazugekommen sind. Es soll aber auch so sein, du fährst vielleicht an irgendeinem Spot vorbei, wo eine Baustelle ist, ein Kran ist gerade am Arbeiten und wenn du da, was weiß ich, 2-3 Tage später vorbeifährst, siehst du wohl auch einen Baustellenfortschritt. So krass realistisch soll GTA 6 sein. Ich bin gespannt, ob das wirklich der Fall ist. Klingt auf jeden Fall ganz cool. Für GTA 6 Online habe ich eine Information, hier aber nochmal der Tipp, habe ich in einer der letzten Videos schon gesagt, GTA Online soll wohl erst ein Jahr nach Release von GTA 6 aktiv sein, damit wir das Meisterwerk GTA 6 ausgiebig ausgekundschaftet haben, ausgiebig gespielt haben werden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir wirklich alles irgendwie versuchen zu meistern, ist ein Jahr eigentlich eine ganz gute Zeit. Aber für die, die vielleicht nur online spielen wollen würden, ist das natürlich sehr, sehr schade. Aber es soll ein Jahr später erst kommen. Es soll 32 Mann-Lobbys geben, mit denen wir zusammen interagieren können. Ich habe GTA 5 online nie gespielt, deswegen
habe ich überhaupt keine Ahnung, aber soweit ich weiß, laut Leaks waren es in GTA 5 16 Leute, mit denen wir aktiv interagieren können. Da weiß ich aber nicht, ob da auch feindliche Leute, mit denen du nichts zu tun haben willst, dazugehören. Bin ich mir nicht sicher, das weiß ich nicht. Da kann gerne in den Kommentaren mal jemand reinschreiben, wie das da genau abläuft. Da bin ich komplett raus. So, in einem der letzten Videos habe ich eine Schockernachricht rausgehauen. Ich sage es hier trotzdem nochmal, GTA 6 soll nicht für PS4 und Xbox One konzipiert werden. So, Ende der Durchsage. Es soll in diesem Spiel, wenn wir im Game sind, natürlich, wir starten das Spiel, es gibt Ladezeiten, das sollte klar sein, aber sobald wir in-game aktiv sind, soll es keine Ladezeiten mehr geben, wenn wir Gebäude betreten, zwischen den Charakteren hin und her switchen und so weiter und so fort. Richtig coole Sache. Und da sind wir wieder beim Thema PS4 und Xbox One zum Beispiel. Wie soll das technisch funktionieren, so riesig wie GTA 6 werden wird. Heftige Wetterphänomene wie Tornados und Hurricanes soll es im Spiel geben. Ich habe auch vor einigen Videos schon mal gesagt, dass es sogar ein Device geben soll, irgendein Gerät, mit dem wir das Wetter beeinflussen können. Das finde ich ein bisschen crazy. Ich bezweifle aktuell noch so ein bisschen die Realität dieses Leaks, aber mich würde auch nicht wundern, wenn es tatsächlich so ein Teil gibt. Supercars soll es geben. Ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, dass es wohl ungefähr 300 Autos geben soll in dem Spiel. Es sollen aber über 400 wohl sein. Ist ein neuer Leak. Und es soll unter anderem auch Supercars geben, wo wir an bestimmten Stellen, wo wir gerade ausfahren können, tatsächlich weit über die 300 Meilen pro Stunde fahren können. Achtung, ich rede von Meilen, nicht von Kilometer. Wer nicht weiß, wie viel 300 Meilen pro Stunde in Kilometer umgerechnet sind, rechnet einfach 300 mal 1,6. Dann wisst ihr, wie schnell das Ding fährt. Und angeblich sogar bis 400 Meilen. Aber das finde ich ein bisschen zu heftig. Wie willst du denn das Auto noch steuern? Naja, schauen wir mal. Zerstörbare bzw. beschädigungsfähige Umgebung. Du kannst ein Gebäude natürlich nicht dem Erdboden gleich machen, aber es soll Beschädigungsspuren an Oberflächen geben und an Gebäuden und allem, was man in GTA 6 eben so findet. Aber ich glaube nicht, dass es ein komplettes, zerstörbares Areal ist, wo wir wirklich alles wegfetzen können. Das wage ich zu bezweifeln. Tollwütige Hunde in GTA 6. Es kann sein, dass wir in bestimmten Gegenden auf tollwütige Hunde treffen können. Ich denke, viel mehr muss ich dazu jetzt nicht erzählen. Wingsuit habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wingsuit wollte ich als Extra-League nochmal sagen. Es gibt halt einen Wingsuit, du kannst von hohen Dächern runterspringen, du kannst aus einem Flugzeug rausspringen und heizt damit einen Wingsuit wahrscheinlich verdammt viele Meter über Vice City. Finde ich eine coole Sache. Es gibt auch ein ganz, ganz großes Repertoire an Freizeitaktivitäten wie Tiefseetauchen, Golf, Bowling, Tennis. Und das sind vier von wahrscheinlich sehr, sehr vielen Freizeitaktivitäten, Sportaktivitäten, die wir so machen können. Ich glaube, Basketball soll wohl auch mit drin sein. Vor allen Dingen, wenn du im Knast landest, wird es mit Sicherheit einen Basketballplatz geben. So, wann soll eigentlich der Reveal-Trailer von GTA 6 kommen? Man geht aktuell davon aus, dass es im November der Fall ist, dass wir einen offiziellen von Rockstar Games veröffentlichten Reveal-Trailer gibt, wo wir dann endlich erfahren, wird es Ende 24 oder Anfang 25. Aber es soll so sich in Richtung Ende 24, Anfang 25 soll sich der Release bewegen. Dann gibt es in GTA 6 wieder ein Jetpack. Ich habe GTA 4 zum Beispiel nur kurz gespielt, weil irgendwie hat mich das, ich weiß nicht warum, aber ich war abgelenkt, ich habe es halt nicht zu Ende gespielt. Ich habe nur GTA 5 ausgiebig gespielt, aber ich weiß nicht, ob es noch in einem anderen Teil außer in San Andreas ein Jetpack gab. Fand ich ein geiles Gimmick und würde ich mich drüber freuen, wenn es das auch in GTA 6 wieder gibt. 6 Sterne Fahndungslevel habe ich auch schon mal drüber gesprochen als extra Video, aber es soll wohl ein 6 Sterne statt ein 5 Sterne Fahndungslevel geben, wo dann zusätzlich noch das Militär auf dich einballert. Dauert natürlich alles, die sind nicht sofort da, die brauchen aber ein bisschen. Dann, es soll, das würde ich geil finden, ein Koop-Modus in GTA 6 geben. In der Story soll es wohl einen Koop-Modus geben, sodass wir, es sind ja zwei Hauptcharaktere und ich gehe mal davon aus, dass wir die meiste Zeit zu zweit unterwegs sein werden. So kannst du mit einem Kumpel zusammen die Story durchleben. Das wäre ein Feature, was ich absolut feiern würde. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn du zusammen startest und dein Kumpel hat vielleicht mal an einem Tag keine Zeit, spielst du einfach weiter und der Charakter kann dann einfach in
ziemlich vielen Monaten später vielleicht einfach wieder dazukommen. Finde ich eine richtig coole Sache. In-Car-Kameras, wir kennen das, wir klauen ein Auto oder wir steigen einfach in ein Auto ein, wir haben die Third-Person-Perspektive, wir sehen das Auto, wenn wir fahren. Und es soll in GTA 6 so sein, dass wir sogar in das Auto reinschalten können, so dass wir wirklich den Charakter mit Lenkrad in der Hand durch die Frontscheibe, dass wir das so sehen können. Also so ein bisschen über die Schulter im Auto mit Interieur und so weiter kannst du das, so wie wir es jetzt hier quasi im Hintergrund von GTA 5 Gameplay sehen, so sollen wir die Autos auch fahren können. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das in GTA 5 schon vielleicht ging. Wie gesagt, ich betone nochmal, es ist verdammt lange her, wo ich GTA 5 durchgezockt habe und ich überlege tatsächlich auf Twitch vielleicht nochmal die Story neu anzufangen. Habe ich, glaube ich, richtig, richtig Bock drauf, so vor GTA 6. So, haltet euch fest, es kann sein, dass wir in GTA 6 einen Zombie-Modus bekommen. Das wird sicherlich außerhalb des ganzen Spielgeschehens passieren. Vielleicht irgendwelche Events, wo du das aktivieren kannst. Aber es wird sicherlich nicht fest mit der Story verbunden sein. Ein Zombie-Modus. Okay, finde ich geil, die Idee. War ich in Call of Duty Teilen zum Beispiel kein Fan von. Fand ich total langweilig. Aber so, ja, warum nicht? Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr zu einem Zombie-Modus? Dann soll es Adrenalin-Shots geben. Das ist so eine Art super Gedöns. Du hast vielleicht eine Mission, wo du mal ein bisschen extra Boost brauchst, knallst du dir eine Adrenalinspritze rein und das boostet erstmal für einen gewissen Zeitraum deine Fähigkeiten. Coole Sache. Ein Kochsystem. Rezepte, Zutaten und so weiter und so fort. Du bist in deinem Haus und sollst wohl kochen können. Ist jetzt nicht unbedingt ein Feature, was ich haben muss, aber warum nicht? Für Leute, die es feiern, keine schlechte Sache. Vielleicht kannst du dir noch irgendwas in deine Tupperdose knallen und dann nimmst du das mit. Auf Achse und in einer Mission, wo du mal ein bisschen mehr Energie brauchst, ballerst du dir dein Hühnerfrikassee rein und dann freust du dich. So, fliegende Autos. Ich meine, klar, es gibt ein Jetpack, es gibt UFOs, es gibt alles in GTA, irgendwo in irgendeinem Teil. Warum nicht fliegende Autos? Es soll tatsächlich fliegende Autos in GTA 6 geben. Who knows, wir werden es sehen. Es wird einen Schwarzmarkt in GTA 6 ebenfalls geben, in denen man erbeutete Sachen verkaufen kann. Du kannst aber auch aus dem Schwarzmarkt heraus Sachen kaufen. Muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. GTA 6 Online soll wöchentliche Content-Updates bekommen. Auch eine coole Sache, das war wohl in GTA 5 so, dass das immer mal ein bisschen gedauert hat zwischen den einzelnen Content-Updates. Stecke ich aber nicht in der Materie, aber in GTA 6 soll es so sein, dass wir wöchentliche Content-Updates bekommen. Möglicherweise läuft GTA 6 nur auf 30 FPS. Ich finde, hohe FPS-Zahlen sind wichtig in Shootern, die sehr, sehr schnell sind. Da wir viel mit Verfolgungsjagden zu tun haben, wären natürlich 60 FPS schon ganz geil. Ob jetzt 120 unbedingt zwingend gewesen wären, kein Plan. Aber 30 klingt schon recht wenig und kann ich mir fast nicht vorstellen. Eure Meinung? Gerne haut's raus. Alte Menschen am Steuer. Jetzt wird's interessant. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass, egal, damit fangen wir am besten gar nicht erst an. Es kann passieren, dass alte Menschen am Steuer ein absolutes Chaos hinterlassen, weil sie Gas und Bremse verwechseln. Und vieles mehr. Lass mal so im Raum stehen. Fliegen in andere Städte habe ich mir als nächstes notiert. Das soll womöglich sein, habe ich schon mal drüber berichtet, es soll wohl einen Trip nach Japan irgendwo in eine Stadt geben, wo du verschiedene Missionen oder auch Kuba verschiedene Missionen haben sollst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, aufgrund dieser absolut gigantischen Map, dass das alles sehr detailgetreu sein soll. Wenn du nach Japan oder nach Kuba fliegst, ist das wahrscheinlich eher so eine gerenderte Gegend, wo du dich nicht so extrem frei bewegen kannst. Weil wie groß soll es bitte denn noch werden? Das finde ich an sich geil. Aber es soll auch sein, dass wir noch andere Städte besuchen können. Aber ich kann mir das in der Umsetzung kaum vorstellen, dass es so viel sein kann und dass wir da vor allen Dingen so viel machen können. Müssen wir mal abwarten. Ich würde es cool finden, aber schauen wir mal. Vielleicht ist das auch alles so ein bisschen DLC-lastig, dass wir bestimmte Städte noch dazu kaufen können, buchen können oder über Zeit halt DLCs. Keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Man soll in GTA 6 zu einem Serienkiller werden können. Das finde ich interessant. Rennst los und wirst dann irgendwann ein weltberühmter Serienkiller. Muss mal so im Raum stehen, aber ist krass. So, und zu guter Letzt, GTA 6 könnte auch einfach GTA heißen. Es kann sein, dass die 6 dahinter überhaupt gar nicht auftaucht, sondern es einfach GTA heißt.
Völlig anders glaube ich nicht, aber in den Leaks hieß es, könnte sein, dass GTA 6 nicht GTA 6 heißt. Das könnte auch völlig anders heißen, aber ich bezweifle nicht, dass die drei wichtigsten Buchstaben nicht vorhanden sein sollen. Das ist, glaube ich, auf keinen Fall, weil das ist einfach essentiell für GTA, sind wir mal ehrlich. Also die drei Buchstaben GTA ist halt wichtig. Okay, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, Daumen da lassen, Abo da lassen für weiteren GTA 6 Content, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin mal gespannt, was ich in den nächsten Tagen noch so zu berichten habe. Ich bin nämlich mehr oder minder so weit durch mit allen GTA 6 die ich bis jetzt habe. Es sind hunderte. Ich überlege, ob ich alle Leaks, die ich bis jetzt so erzählt habe, nochmal in ein Video zusammenfasse. Alles nur stichpunktartig einmal runterreiße, aber nicht so ins Detail gehe, wovon ich ausgehe, was da so alles kommt und passiert. Und vielleicht hier und da einfach nochmal bestimmte Leaks so ein bisschen zusammenfasse, die mit bestimmten Inhalten zu tun haben. Leute, das war's jetzt von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.